Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu Devil May Cry 4 Mission 13 mit Virgil. Let's rock! Leider muss ich den ganzen Spaß hier nochmal aufnehmen, weil sie mir die Aufnahme verrissen hat. Aber das macht ja nichts. Ich habe ja inzwischen relativ viel Spaß an Virgil. So, und tschüss. Hehehe. Herrlich. Ich hoffe, ihr habt Spaß bei dem Let's Play. Ich habe nämlich auch schon eine Idee, was ich da nachzocken werde für euch. Hey, ich hoffe, das wird euch auch gefallen. So. Na komm her. So wunderbar. Mein nächstes Projekt wird euch hoffentlich auch gefallen. Es geht auch um Schwertkämpfe. Um Schwertkämpfe, um Sterfen und aber auch um einen bestimmten Ring. Ach so. So. Sehr schön. Ja, auf das Mordor-Schatten-Let's Play freue ich mich auch schon mit euch. Weil ich habe mir jetzt alle DLCs geholt. Und überlege ich mir auch gerade, ob ich Far Cry machen soll. Das Tal des Yeti, dass ich auch mal ein paar Shooter habe für die Shooter-Freunde unter euch. So. Okay. Verdammt. Na komm. So, geht doch.
So. So, und dann war es hier rum. Und dann noch mal darum. Perfekt. So schnell geht das. Na schön. Aber dieses Mal stirbt die Viper endgültig. Zumindest hoffen wir, dass sie ja endgültig stirbt. Wobei ich bezweifle, dass sie uns fertig machen wird. Na komm her. Ui, das war gerade von erster Smoking Six Style. Sehr schön. Sag. So. Schön. Sehr schön. Sehr schön. So mag ich das, Leute. So mag ich das. Schnell und einfach. Falls ihr irgendwelche Wünsche übrigens habt für ein weiteres Let's Play, lasst es sehr gerne in ein paar Kommentaren da. Und dann schwatzt man drüber, was da so geht. 7 Minuten für die Mission. Puh, das war wirklich kurz und schmerzlos. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und bis dahin wünsche ich euch was. Reingehauen.